Hey Kinners, was geht bei euch ab? Meine Stimme befindet sich auf dem Weg der Besserung. Heute war es nochmal ein bisschen kritisch, weil ich auf einem Fest war und mit lauter Musik, man unterhält sich und da ist man, nun ja, dann abends so oder so heiser. Und mit meiner angefickten Stimme war das eher eine schlechte Idee. Aber egal, ich bin jetzt wieder da in Facecam-Form und mache jetzt hier für euch das nächste Top-10-Video. Für Resident Evil und Matchmaking ist es, wie gesagt, noch nicht komplett ausgereift. Also man hört es ja noch, dass es noch nicht optimal ist. Gerade bei Resident Evil, wo ich auch vielleicht mal kreische, wenn ich mich erschrecke, da ist es dann tödlich für die Stimme. Das will ich nicht. Ich will nicht wieder zurückfallen. Deswegen machen wir noch ein gemütliches Top-10-Video und ich denke, morgen sollte es dann für Resident Evil wieder passen. Heute geht es um die UMP 45. Wir fangen auf Platz 10 an und gehen wieder hoch auf Platz 1. Auf dem Platz Nummer 10 ist die UMP 45 Riot. Super Skin. Ich glaube, das war auch mein erster UMP-Skin, den ich gedroppt bekommen habe, nach einem Spiel oder sowas, und ich war ultra stolz drauf. Nicht der erste Skin generell, aber einer der ersten Skins. Damals habe ich es doch gar nicht verstanden mit den Skins, dass man die gar nicht einfach so einstellen kann, so wie früher irgendwo runterladen, sondern dass man die kaufen muss und sowas. Das ist so, ja, ein Skin aus meiner frischen Zeit. Das Teil kostet in FN 37 Cent und ist schön für den 10. Platz. Die extra Infos mache ich nicht auf, weil ihr habt ja gesagt, das brauchen wir nicht. Auf dem 9. Platz liegt die UMP 45 Labyrinth. Weißer Skin mit gelb-orangenen Strichen drauf. Muss man eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Das Teil kostet 15 Cent in FN und ich würde sagen, da ist der Preis auch eigentlich ziemlich passend. Weiter geht's. Auf dem nächsten Platz, und zwar dem 8., kommt die Minotaurus Labyrinth. Die Steigerung des vorherigen Skins mit einer satten Farbe, einem Ausbau des Labyrinths. Ich finde es auf jeden Fall schöner als die normale Labyrinth. Klar, die Farbe muss einem gefallen. Das ist auch eher was für die Frauen, aber auch für die Männer in den Frauen. Kommen wir zum Preis. Passt auf, das Teil kostet 13,15 Euro in FN. Sicherlich wieder so eine Uptrade-Waffe oder aus einem bestimmten Case oder einfach Angebot und Nachfrage. Ihr könnt mich da sicher sehr schnell drüber aufklären, warum das Teil so teuer ist. Auf dem Platz Nummer 7 liegt die Delusion. Fucking sick. Schöne Farbe, Kreise, voll die Illusion, Delusion, Konformation und so weiter. Alles das Gleiche. Ein recht angenehmer Skin, der mir auch so noch gar nicht bekannt war. Also ich kannte die Skins bisher. Die war mir jetzt komplett neu. Vor allem noch mit dem Lila untergemischt. Sieht das echt fancy aus. Ziemlich fancy. Das Teil kostet 2,05 Euro in FN und weiter geht's. Auf dem 6. Platz haben wir die Grand Prix. Die ist leider stark abgenutzt. Ich habe da keine bessere gefunden. Ich denke aber, dass sehr viele diesen Skin kennen. Der wird recht gerne gespielt, soweit ich weiß. Also ich sehe ihn zumindest oft in den Händen der Mitspieler eben. Mit seinen 23 Cent geht der Skin auch voll in Ordnung, wenn man ihn jetzt kaufen möchte, zwingend. In FN. Bei dem Video werden wir übrigens direkt sehen können, wer von den Leuten aus dem Giveaway heute noch da ist. Also gerade von den neuen Leuten, sage ich mal. Ich habe es ja auch schon im Video angesprochen, dass in den Giveaways oft ganz, ganz viele plötzlich. Ich gucke dich schon immer. Schon seit... Wie alt bist du seitdem? Schreiben sie bei diesem einen Video. Das nächste Video dann, ich bin nicht mehr da. Nun ja, der nächste Skin, die Scaffold. Türkis, Blau, Cyan, Petrol. Weil die Mädels hocken da und sagen sich, das ist doch Kirschkuchen. Aber als Mann ist es schwierig, das zu sagen. Das sieht aus wie Blau halt, weiß gemischt, so ein helles Blau. Würde man jetzt so als Mann sagen. Und die Frauen kennen sich doch besser aus mit einer Farbe drauf. Das Teil kostet 5,87 Euro. Ich bin mir da auch wieder nicht ganz sicher, woher das kommt. Ich nehme an, es ist Angebot und Nachfrage. Es ist jetzt kein ultra hoher Preis, aber schon stark erhöht. Ja. Aber ich würde sagen, völlig zu Recht auf dem 5. Platz einrangiert. Auf dem 4. Platz befindet sich die UMP 45 Blaze. Die ist richtig sick. Oh, so muss es aussehen, wenn du mit dem Teil irgendwie vorpushst. Wobei man mit der UMP ja auch recht gut aimen kann. Also zumindest nutze ich die UMP. Also als, ich sag mal, mittelgenaue Distanzwaffe. Mittlerweile spiele ich sie tatsächlich lieber als die P90. Also vor allem in Momenten, in denen ich eigentlich die P90 genommen hätte, nehme ich jetzt die UMP. Wobei es nach wie vor Situationen gibt, bei denen ich trotzdem die P90 spiele. Einfach weil sie halt sick ist. Ne? Klar, wir haben ja schon tausendmal drüber gesprochen. Der Skill, den man dafür braucht, ist unmenschlich. Ja. Das Teil kostet, und jetzt haltet euch fest, 91,87 Euro in FN. Ich weiß, bestimmt wieder aus einer Ultra-Case oder irgendeiner Uptrade-Skin, Angebot und Nachfrage, Kuchen. Es folgen nun wieder die Top 3 dieses Top 10 Videos. Ihr könnt also erraten, jetzt noch, was wohl auf dem 3., 2. und 1. Platz liegt. Dafür gebe ich euch kurz Zeit. Und vorbei. Oh mein Gott. Manche sagen sich jetzt was, die ist besser gelistet wie die Blaze oder wie die hieß. Ja. Ist sie. Totenschädel, hallo? Ein Bone Pile. Ein Knochenhaufen. Was ist sicker als ein Knochenhaufen? Und dann ist auch noch so olivgrün oder, ja, dunkelgrün. Tarnmustergrün. Sie kostet 8,84 Euro. Völlig überteuert, finde ich, kann man zu Recht sagen. Sicherlich erfüllt sie wieder irgendeinen Zweck. Ja, ich weiß. Wenn ich sowas sage, dann meine ich es wirklich nur vom Standpunkt des Aussehens her, also wie sie mir eben gefällt. Und 8,84 Euro, hallo? Ich würde keine 84 Cent dafür bezahlen. Ich würde sagen 15 Cent, wenn realistisch, oder 20. Komm. Mach 21 draus. Ich habe heute meine Spendierhosen an, ne? Platz Nummer 2. Die Briefing. Erstens mal extrem interessante Farbwahl
Farbzusammenstellung, Farbkollation, das heißt Collage nur anders. Und dann ist es eben eine Map. Ich glaube, keine Map, die es gibt. Oder doch? Da habe ich mich jetzt nicht genau genug informiert, ob es da irgendwie um eine tatsächliche Map geht oder eine Zusammenstückelung aus verschiedenen Maps. Aber das finde ich extrem cool. Es scheint eine taktische Karte zu sein auf dem Skin oder der Waffe. Oh shit, meine Stimme verschwindet. Wir sind jetzt schon gleich bei Platz 1 angekommen. Das ist echt noch kacke von dieser ganzen Scheiß-Rumhusterei. Und dann heute rumgeschrien, Zelt gehockt, weil ich neben der Blaskapelle gesessen und sich unterhalten. Herr König! Naja, so sind wir halt, ne? So sind wir halt. Ein Bild gibt's bei mir auf Facebook übrigens von, davon. Also wer mal reinschauen möchte. Ist unten verlinkt, so wie auch Twitter und Instagram und der ganze andere Scheiß, ne? Verstehst du? Und übrigens, mein Skinbaron-Link ist unter jedem Video verlinkt, falls ihr ihn verlieren solltet oder so. Kommen wir nun aber zu meinem absoluten Lieblingsskin bei der UMP 45. Here we go. Primal Saber ist total... Ah, das Teil mit Star Trek. Alter, fick die Kacke. Die habe ich gerade in letzter Zeit sehr, sehr oft gesehen. Davor nie und davor kannte ich sie auch nicht. Oder ich habe sie halt einfach nicht erkannt. Aber als ich die Top-Liste zusammengestellt habe, habe ich sie zum ersten Mal so überhaupt für mich entdeckt. Und seitdem sehe ich sie irgendwie ständig in den Händen der Leute. Und das ist der Fehler halt, in den Händen anderer, nicht in meinen. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Der Skin kostet 13,38 Euro und ist für mich alleine vom betrachtenden Standpunkt her auch nicht so viel wert. Also ich würde dafür 1 Euro zahlen. In Star Trek, wenn es hochkommt. Konntet ihr alles erraten? Und gefällt euch die Top 10 überhaupt? Habt ihr so eine eigene Top 10, Top 5, Top 3 oder einfach nur ein Lieblingsskin bei den Ums? Falls ja, haut ihn in die Kommentare. Ich bedanke mich wieder für die ganzen Daumen auf das letzte Top 10 Video. Die Top 10 Videos steigen vor allem daumentechnisch immer weiter auf, je weiter wir voranschreiten. Also ich denke, gerade wenn wir dann die größeren Waffen haben, dann wird es nochmal ein bisschen krasser, weil es einfach mehr Leute erreicht. Diese Sachen sind ja eher so der Kleinscheiß. Aber für alle, die jetzt wieder sowas schreiben wollen wie, hey, mach doch auch mal die AWPs. Es kommen alle Skins dran, keine Sorge. Es kommen alle. Skinster. Vielen Dank an alle, die bis jetzt zum Ende geschaut haben. Ich habe die letzten paar Videos ständig solche Aktivitätstests gemacht und von der festen Belegschaft, sage ich mal, der feste Kern der Community, guckt immer bis zum Ende, was ich sehr geil finde. Extrem nice. Ich baue gerne am Ende irgendwas ein, schenke euch was, macht dies und das, gibt Zusatzinformationen oder wie auch immer. Würde mich echt freuen, wenn ihr das beibehalten würdet, bis zum Ende zu schauen. Wirklich edel, weil dann weiß ich auch einfach, dass die Worte am Schluss nicht für umme sind. Vielen Dank für alles. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Oh yeah. Ich hab damals einen Dreier gefangen zu Rare. Ich hab jetzt meine zweite Bypass-Operation und es läuft einfach super. Ich krieg alles bezahlt, bis auf die Kippe.